zu einem neuen Video mit Special Guest. Man sieht dich kaum noch vor der Kamera. Wer ist denn Special Guest? Ja, du? Ich? Ja. Also, Alex muss jetzt hier wieder dabei sein. Er hatte ja die Idee zu dem Video. Das haben wir vor über einem Jahr schon mal gemacht. So lange? Ja, letzten Februar, glaube ich. Jedenfalls, werdet ihr das ja schon im Titel gelesen haben, kommentieren wir ein Video, zwei Videos. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier reden. Darauf haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Von euch, die ihr uns zugeschickt habt. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Nicht wahr? Viel Spaß. Das ist ein bisschen schüchtern. Ganz witzig, das Video, mit dem wir anfangen, das ist im Wollersleben entstanden. Da sind wir letztes Jahr auch geritten. Jedenfalls kennen wir deswegen auch die Halle. Also das ist ein E-Springen. Ich nehme mal an, Stilspringen. Beim E gibt es ja generell kaum andere Springen. Zumindest war es bei uns damals so. Oder? Bist du mal ein E was anderes geritten als Stil? Kann jetzt auch anders sein, aber auf jeden Fall ist es sehr ordentlich und bedacht und ganz gerade Linien geritten. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal an. Und wir haben uns das jetzt natürlich im Vorfeld schon einmal angeguckt. Und der erste Eindruck war auf jeden Fall gut. Was man hier beim Grüßen schon mal sagen kann, so der Springreiter hier meinte, ja, hat sich schon mal gut gegrüßt, fängt ja schon mal gut an. Ja, aber man hätte da für den Stilspring trotzdem noch ein bisschen mehr Ruhe drin haben können. Also wirklich, wir haben das halt damals auch durch die Vielseitigkeit sehr stark gelernt, dass man eben die Grußaufstellung ganz korrekt wirklich, also es steht ja so zu den Richtern hin, das ist ja alles super, aber halt wirklich stehen lassen wie in der... Stand doch eine Sekunde. Ja, nee, also ich glaube, es waren nicht mal vier Beine gleichzeitig im Stillstand auf dem Boden. Klar. Dass man sich da halt wirklich wie in der Dressurprüfung ein bisschen mehr Zeit lassen könnte an der Stelle, weil das macht ja schon den ersten Eindruck. Es ist natürlich dann in den höheren Klassen so, dass da kaum noch Wert drauf gelegt wird, was manchmal ein bisschen schade ist. Aber jetzt zum Beispiel bei meinen Pferden, die da ganz ruhig hinzustellen, wäre auch schwer, weil die dann natürlich schon richtig an sind. Aber gerade so... Die Streberin hier grüßt auf jeden Fall immer. Ja, grüßen immer, aber halt nicht im Stehen. Aber immer, immer grüßen, das geht sonst gar nicht. Der Anfang war auf jeden Fall richtig schön rhythmisch gerade angeritten, oder? Hast du was dazu zu sagen? Können wir nochmal zurückspulen? Hast du aufgepasst? Nee, weil du hast schon losgemacht, da war ich ja noch am Erzählen. Also auch nochmal Zeit genommen, man hätte da vielleicht nochmal einen größeren Zirkel vorher reiten können, nicht nur so einmal um den Sprung rum, aber Galopp, Rhythmus, passt alles, schöne Distanz. Hier auch fliegenden Wechsel schön durchgesprungen. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn dann das Pferd direkt im richtigen Galopp gelandet wäre, aber der Wechsel war ja sehr gut. Was sagst du zum Sitz? Der könnte noch ein bisschen geschmeidiger sein an der Stelle, oder? Ja. Ist ein bisschen geplumpst, ne? Aber... Also auch, vielleicht kommt halt auch immer drauf an, wie man sich erstens wohlfühlt, wie der Sattel das hergibt und alles. Aber so vom Eindruck von außen könnten auch die Bügel ruhig noch zwei Löcher kürzer, dass man einfach noch federnder ist. Das ist immer so ein kleiner Trugschluss, dass viele denken, mit längeren Bügeln sitzt man stabiler. Ist nicht so, wenn man richtig im Springsitz sitzt. Da haben wir auch schon Videos dazu gemacht. Könnt ihr gerne mal schauen, auch so Top 5 Sitztipps so. Dann federt man halt richtig schön das Gewicht in den Bügel rein und dadurch ist dann das Bein stabil. Also da könnte man mal schauen, weil auch das Bein ist so ein bisschen weit vorne. Ne? Könnte mehr, sieht man jetzt hier. Ich hoffe, man sieht die Maus auf der Bildschirmaufnahme. Aber hier könnte das Bein halt mehr unter dem Schwerpunkt mehr unter dem Gesäß sein und wenn man hier halt mehr Winkelung hat, das müsste eigentlich gut funktionieren, dann kommt das Bein, die Wade ja schon von sich aus weiter hinten ans Pferd. Aber so vom Tempo her und so sieht das richtig, richtig ordentlich gut aus. Rhythmisch auch, ne? Auch von Distanzen her war da eigentlich, glaube ich, bloß ein so ein kleiner Wackler dann gleich mal drin. Hier... Das ist dann halt so eine Sache, was dann schon einen relativ großen Punktabzug gibt. Wenn das einmal in der Wendung passiert, okay, kann immer passieren. Aber
man sollte wenigstens schon schnell reagieren, schnell korrigieren. Nach 1 war ja der Wechsel richtig gut. Jetzt hier halt so im Kreuzgalopp weiter getingelt. Zwar Tempo weiter behalten, auch die Linienführung war gut. Wenn die den falschen Galopp haben, schwimmen die auch gerne mal so nach außen weg. Aber da halt so schnell wie möglich, bevor überhaupt so die nächste Wendung kommt, schon den Galopp korrigiert haben. Weil dann kommt man halt auch gleich geordneter wieder zum nächsten Sprung. Jetzt hier ist, glaube ich, das, wo es so ein bisschen eng wird. Ja. Also da ist jetzt die Frage, wir wissen ja jetzt nicht, wie die Meter dazwischen waren, wie die Distanz stand. Das waren jetzt 5,5 Galoppsprünge. Kann man auf 5 reiten, kann man auf 6 reiten. Je nachdem, wie natürlich die Meter sind und wie man sein Pferd besser bei sich hat. Bei so einer kleinen Höhe kann man da ja noch sehr, sehr viel variieren. Aber auch hier muss man halt aktiv reiten. Sagst du einfach immer ja? Ja. Alex, ich hätte ja den mal Fluss halt, sie hat ja jetzt immer schönen Fluss gehabt, den hätte ich halt mitgenommen und wäre dann auf die 5 eher geritten als auf die 6. Weil es war ja auch vorne so flüssig rein, schön mit langer Nase, ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern immer schön Blick zum Sprung und dann hätte man da halt so zu dem Ochser zur, was war es dann, 1, 2, 4 hin, ein bisschen mehr mitreiten können und dann wäre man da auch besser angekommen. Aber Alex ist ja hier auch der Meister der Tipps für Distanzen sehen. Ja, du hast das doch früher selber geübt. Ich glaube, das hatten wir sogar in dem Video, wo wir das schon mal kommentiert haben, dass du das erklärt hast, oder? Ja, ich glaube schon. Ich sage ja immer, mit dem Blick auch ein bisschen variieren, dass man entweder über den Sprung hinweg guckt oder unten auf die Fußstange guckt oder sogar vor den Sprung guckt oder auf die oberste Stange vom Sprung. Je nachdem, wo man hinguckt, macht das auch nochmal viel Unterschied aus, ob es einen eher bremst oder eher hinzieht und so weiter. Das hat mir damals sehr geholfen, weil ich auch immer mal Schwierigkeiten damit hatte und habe damit sehr viel Erfolg gehabt. Generell sehe ich ganz oft, auch wenn ich Lehrgänge Training gebe oder auch mit Brittpferden, ganz oft die Situation, dass man sich so verzuppelt und dann immer so es noch passender und noch passender machen will, das aber immer ins Zurück löst. Und das ist dann halt schwierig, weil dann geht komplett der Fluss und der Galopp und der ganze Rhythmus verloren. Dann halt lieber mal mutig sein und einfach positiv weiterreiten. Das heißt jetzt nicht, dass man da drauf schießen soll und kopflos da drauf prescht, sondern einfach dieses Positive immer mit nach vorne nehmen. Das hätte an der Stelle halt schon viel geholfen, anstatt so ein bisschen passiv zu werden. Hast du den Dackel jetzt echt das Kitzkissen gemacht? Nein, aber der liegt immer da drauf. Man denkt, es ist an oder darauf hofft, dass es an ist. Hier, ne? Man sieht dann hier jetzt auch wieder das Bein so ein bisschen weit vorne, aber alles von der Linienführung her schön angeritten. Da war der fliegende Wechsel geplant, hat leider nicht funktioniert und dann aber auch nicht zu Ende korrigiert, waren wir wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Aber von der Linienführung her wirklich, ich glaube das war es, ne? Das ist die Ziellinie, wirklich sehr, sehr vorbildlich. Also immer schön geradeaus geritten. Immer die Wendungen rund geritten. Das war, Pferd auch nicht viel gestört, ne? Ja, es war wirklich eine schöne, runde Runde. Harmonisch, flüssig. Also es sind ja wirklich Kleinigkeiten. Wie mit dem Galopp war es jetzt nicht die große Lektion, Aufgabe, krasse Aufgabe ist. Aber schon dieses Korrigieren zeigt halt den Richtern auch, dass man das merkt. Das ist ja auch schon viel. Wenn es dann vielleicht nicht klappt, oder der nächste Sprung so schnell kommt, oder es kann immer was sein. Aber schon dieses Versuchen zeigt halt dem Richter, wie gesagt, dass ihr merkt, dass da ein Fehler ist und dass der Galopp nicht rund ist. Viele merken das ja auch gar nicht, ne? Die galoppieren halt einfach weiter. Wenn man es merkt, immer so schnell wie möglich, wenn man es jetzt hier nochmal hier in dem Beispiel macht, dann muss man halt, hat man so viel Platz bis hier in die Ecke rein, dass in der Ecke spätestens schon mal schnell durchpariert und neu angaloppiert werden müsste. Weil gerade in den kleinen Prüfungen sind die Wendungen ja immer sehr großzügig angelegt und da ist immer Zeit dafür. Aber nur den Trab durchparieren. Ja, was sonst? Ich habe das auch schon gesehen, dass die dann angehalten haben, beziehungsweise einen Schritt gegangen sind. Dann. Hä? Ja. Nein, also wenn natürlich ein fliegender Wechsel ist natürlich das Beste,
Aber nicht jedes Pferd, nicht jeder Reiter ist schon so weit und das klappt immer. Hat man hier gesehen, nach 1 super, danach war es so ein bisschen wackelig. Dann halt einfach so, das aber auch so schnell wie möglich. Ne? Also jetzt keine 10 Meter Trab und neu eingaloppieren, sondern immer so zack durchparieren. Möglichst nur einen Trabtritt sozusagen und dann gleich wieder auf der neuen Hand Galopp. Das sagt man ja auch mit den Jungpferden ganz viel. Die können ja den Wechsel meistens auch noch nicht oder noch nicht sicher. Dann einmal so zack, schnell zurück und weiter. Aber alles in allem fand ich sehr schön. War schön anzusehen. Aber ich denke, von der Zeit her können wir uns auch noch eins angucken, oder? Noch einen Minute noch. Muss ich aber erstmal raussuchen. Herzlich willkommen zurück. Hier wurde die Werbepause. Wir wurden direkt eines Besseren belehrt. Wir haben nämlich jetzt hier ein Zeit-E-Springen. Aber wir haben ja nicht gesagt, dass nichts anderes gilt. Nein, aber dass es voll selten ist und jetzt passt es gleich hier danach. ihr habt ja unfassbar viele Videos eingesendet. Wir können erstens beim besten Willen nicht alle kommentieren. Und zweitens müssen wir auch so ein bisschen gucken, wo man auch wirklich was sehen kann. Also bei manchen ist vielleicht von der Qualität her nicht so, dass man es dann halt auf dem Video gut erkennt oder ist es eine nicht so günstige Perspektive, dass man halt nicht wirklich viel erkennen kann. Deswegen muss man da immer so ein bisschen schauen, aber das hier ist eigentlich sehr gut jetzt gewesen. Also das, ich glaube, es war das erste Turnier, hat sie geschrieben, ne? Mhm. Sechste sind sie geworden. Genau, mit dem Pferd. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Turnierplatz. Und sowieso, geiles Wetter. Naja, aber wie gesagt, es ist ein Zeit-E-Springen. Ist jetzt ja natürlich ein bisschen gegensätzlich zu dem Stilspringen, wo ja wirklich sehr auf die geraden Linien geachtet wird, auf das ganz korrekte Anreiten und so. Natürlich ist es auch in anderen Springen und auch in anderen Klassen absolut wichtig, wünschenswert, dass da alles super aufeinander abgestimmt ist und alles passt. Aber wenn jetzt hier mal ein Kreuzgalopp oder so ist, ist es vielleicht nicht so rhythmisch und man hat da mal einen kleinen Wackler, aber es hat ja jetzt keinen Einfluss auf die Note. Also hier geht es ja wirklich nur um Fehlerzeit oder in dem Fall nur um die Zeit. Wenn ihr nicht wisst, was Zeitspringen ist, wie wird das gewertet? Na, da ist doch jede Stange, gibt so und so viele Sekunden drauf. Naja, man hat dann nicht 4 Strafpunkte, sondern 4 Strafsekunden, die dann halt draufgerechnet werden. Das heißt, man könnte theoretisch auch, wenn man richtig schnell ist, mit Stangen trotzdem gewinnen. Haben wir schon erlebt. Ja. Naja, jetzt gucken wir mal an. Wo ist sie? Da. Also wie gesagt, ne? Erstes Turnier, ich weiß nicht, ob für beide jetzt so oder das habe ich jetzt nicht im Kopf, stand das da. Auf jeden Fall für das Pferd das erste. Natürlich alles noch ein bisschen aufregend. Aber was ich schon mal sagen kann, was ich sehr gut finde, dass sie das richtig schön aktiv mitreitet. Also wie gesagt, in so einer Situation sind die Pferde ja auch immer mal ein bisschen aufgeregter und brauchen vielleicht mal ein bisschen mehr Unterstützung. Das hat sie immer sehr, sehr gut gemacht. Sich auch Zeit genommen für den ersten Sprung, für die erste Linie, richtig schön passend. Natürlich jetzt nicht Angriffskampflinie beim ersten Springen. Sonst hätte man hier definitiv Meter und Zeit sparen können. Ah, die Linie hier ist schon sportlich. Also einfach von der Linienführung her, ne? Also so eine Schlangenlinie. Und danach, als ich das erste Mal angeguckt habe, dachte ich ja, es geht dann so halt in den Linksbogen weiter. Aber nee, es geht rechts rum weiter. Also das ist schon ordentlich. Und vor allem, was man hier auch nicht unterschätzen darf, ist, dass es hier genau dieser Lichtschattenwechsel ist. Also, dass die Pferde ja da ins Dunkle reinspringen, wenn man so ein bodenscheues Pferd hat, wie zum Beispiel die Püppi. Die ist sowieso ein bisschen Banane. Obwohl, so Lichtschatten geht eigentlich. Also, da glotzt sie jetzt nicht so. Aber es ist ja trotzdem immer so eine Lichtveränderung, so eine optische Sache für die Pferde. Also, manche haben da schon so ein bisschen Probleme mit und da muss man mal ein bisschen mehr mitdrücken. Genauso kann es aber sein, dass sie... Kommt ihr dann wieder drauf an, was es für Stangen sind, vielleicht von dunkel zu hell, auch die Stangen nicht richtig einschätzen können, weil es sehr hell ist. Oder beim Dunkeln, wenn man dann noch, hat man auch ganz oft dann in höheren Springen, dass man so auf die Bande zu auch bandenähnliche Farben in den Stangen hat. Das ist natürlich für die Pferde super schwer einzuschätzen und das ist dann halt nochmal das technisch Schwierige daran. Aber wie gesagt, die Wendung ist hier schon für ein E-Springen, ja.
Nicht schlecht. Hier, ich glaube, es ist Kreuzgalopp, ne? Sieht so ein bisschen holprig aus. Ja, Kreuzgalopp, jetzt hier Außengalopp. Alles nicht schlimm, trotzdem richtig schöne Linie, den Rhythmus weitergehalten. Wenn man da vielleicht auch ein Pferd hat, was eben, hier sieht es auch so aus, dass jetzt nicht so das leichteste Pferd vorne ist, ne? Dass halt so ein bisschen, schon ein bisschen Druck vorne drauf ist, kannst du gar nicht so schnell mal kurz korrigieren. Harmonisch ist natürlich, wie gesagt, fürs Training und vor allem auch für die weitere Ausbildung immer wünschenswert, aber auf jeden Fall gut gelöst. Hier rhythmisch ein bisschen reingelaufen, aber bei der Höhe ist es hier erstmal nicht so dramatisch. Muss man aber bei solchen Wendungen tendenziell immer schauen, immer wenn man so lange Linien hat, dass die Pferde nicht lang werden. Du darfst auch was sagen. Du redest ja die ganze Zeit. Vielleicht kannst du was sagen. Was soll ich denn sagen? Ja, da hättest du ein bisschen warten können noch selber, ne? Mehr länger aufrecht bleiben. Ja, und dem Pferd ein bisschen geschlossen halten, genau. Dass es mehr Vertrauen kriegt, dass man da dran ist. Weil es war jetzt ziemlich allein gelassen. Ja, Rhythmus an sich war gut, aber einfach so ein bisschen lang geworden, hätte geschlossener sein können. Da schön hingeritten. Das ist das, was ausgeglichen. Und dann wurde es aber natürlich, wenn man dann hinreitet in so eine Distanz, muss man natürlich dann in der Distanz ein bisschen tendenziell eher aufnehmen. Ne? Weil dadurch, dass sie so schnell dann reingekommen ist, so groß auch reingekommen ist, ist natürlich dann die Distanz sehr dicht geworden hinten raus. Also hier schön aktiv weitergeritten, das ist alles super. Und jetzt schon hinsetzen. Aber hier hätte man so ein bisschen mehr und dann nicht in den Sprung reinlaufen lassen. Das war sogar eine Bogendistanz. Ja, ja. Da kann man auch den Bogen ein bisschen größer reiten noch. Es ist sowieso bei den Bogen und Distanzen, ist das auf der einen Seite sehr dankbar, auf der anderen Seite genau die Schwierigkeit, weil man halt für jedes Pferd sich ja selber den perfekten Weg suchen kann, theoretisch. Aber den muss man dann halt auch treffen und richtig reiten. Das ist dann wieder das Schwierige daran. Aber wenn ich ein Pferd mit einem größeren Galopp habe, lasse ich mich vielleicht weiter raustragen und mit einem Pferd mit einem kleineren Galopp passt es weiter innen besser. Da muss man... Albtraum. Dann halt gucken. Du bist ja konzentriert bei der Sache. Ja. Wann ist er da hingegangen? Ich kann nicht gemerkt. Aber hier sieht man gut in der Wendung, weshalb Kreuzgalopp oder auch Außengalopp blöd sind. Weil, wenn ihr mal seht, das war nicht die Ideallinie, die da getroffen wurde, driftet hier so raus, da fehlt auch so ein bisschen der äußere Schenkel. Also seht ihr ja, wie es so einmal über die äußere Schulter weggeht. Und dadurch wäre sie da besser auf der Innenbahn geblieben. Im richtigen Handgalopp ist es natürlich deutlich leichter. Dann hätte sie da einen Galoppsprung oder diesen halben, der dann da noch so bei war, gespart und wäre perfekt passend angekommen. Aber danach ist man immer schlauer. Und solche Situationen, ach, das war der letzte, passieren ja schnell mal. Aber das sind halt so die Feinheiten, wo man drauf achten sollte. Und, ach, jetzt war es durch Zufall, durch einen kleinen Gucker sogar, automatisch korrigiert, was mir immer ganz sehr beigebracht wurde früher, als ich ja sehr viel Stilspringen, Springpferde und so weiter geritten bin. Auch jetzt für die Springpferde achte ich da mal drauf, dass ich nach dem letzten Sprung, auch wenn ich schon durchs Ziel bin, immer nochmal, wenn ich Außengalopp oder Kreuzgalopp habe, Galopp korrigiere und nochmal ordentlich zu Ende galoppiere. Also nicht ausgehen lassen und auch nicht im Kreuzgalopp irgendwie da rumtingeln und schnell raus, hat schon keiner gesehen. Das macht immer nochmal einen besseren Eindruck. Das heißt jetzt nicht, dass dadurch ein Notenpunkt besser ist, schön wär's, aber es ist ja einfach auch das Gesamtbild, dass ihr auf solche Kleinigkeiten achtet. Ja, auch für das Pferd, das muss ja auch, also früher hat man ja auch viel mehr nachgearbeitet, dass man nach dem Springen, wenn noch irgendwas war, wo man sehr unzufrieden war oder sowas, dass man dann nochmal nachgearbeitet hat, aber da muss man natürlich auch behutsam mit umgehen, dass man das Pferd nicht überstrapaziert und belastet. Aber so nacharbeiten sieht man kaum noch auf dem Turnier. Ne? Halt immer positiv aufhören. Also zum Beispiel, als wir jetzt beim ersten Turnier mit Corny waren, als er ja da komplett quer geschossen hat, da wussten wir auch noch gar nicht so wirklich warum. Aber natürlich habe ich draußen nochmal, ich glaube, 2 Oxer gemacht, ne? Aber so ungefähr auf E-Höhe. Also wirklich ganz, ganz klein gebaut, dass er wieder Vertrauen dahin bekommt.
Und der hat da nicht einmal irgendwie Sporen, Gerte, dass ich sage, ich muss da jetzt nochmal drüber gesehen, sondern einfach positiv beenden, wie ich das ja auch immer beim Training sage, dass man mit einem positiven Effekt aufhört. So sollte man das auch auf Turnier viel mehr umsetzen. Und ein Korrektursprung ist zwar schön und gut, aber meistens ist der recht brutal. Hauptsache nochmal drüber, was man so sieht. Ja, leider runtergehen und dann auf dem Abreiteplatz noch den Korrektursprung machen. Ja, aber, ich meine eben gerade draußen, dass da ja oft wirklich nochmal volle Esche, jetzt muss der Gaul nochmal. Und leider wird da auch zu wenig gesagt. Aber das ist ein anderes Fass, was man jetzt auch machen könnte. Nee, aber auch die Runde fand ich schön angelegt, gerade fürs erste Mal. Richtig schön positiv, diese kleinen Unterlaufer, wenn der Mann noch so ein halber Galoppsprung ist. Alles nicht schlimm. Hauptsache erstmal schön Fluss behalten. Das Pferd hat es ja auch ganz mutig mitgemacht. Also kann man auf jeden Fall happy mit sein. Wenn das der erste Turnierstart ist, was will man denn mehr? Da kann man ja nur drauf aufbauen. Weil war auch wirklich kein einfaches Springen. Ne? Es war auch sehr guckig gebaut, viel mit Planken hinher. Also gut gemacht. Tschüss. Wow. Kurz und knackig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, dass Alex ein bisschen mehr sagt das nächste Mal, weil wir haben noch so viele Videos, die wir hier angucken könnten, dass wir das jetzt, wenn wir Zeit haben, zwischendurch immer mal machen werden. Dann haben wir das nämlich immer so ein bisschen als Puffer, wenn es mal eng wird, mit anderen Videos zu produzieren. Nicht wahr? Ihr müsst jetzt alle ganz fleißig in die Kommentare schreiben, dass wir, nein, nicht dass wir, sondern dass Alex das motiviert mitmachen soll. Ich mach's ja sowieso. Ja, aber wenn ich so viel rede, ist ja auch nicht so einfach, da was dazwischen zu sagen. Na eben, bei meiner Frau, da kann ich ja. Ja, aber wenn ich wenn einmal. Wenn die Frau redet, hat der Mann zu schweigen. Wenn ich einmal so im Redefluss bin, dann kann ich auch einen ganzen Vortrag halten. Ja, wir wollten uns gerade verabschieden. Ja, ich weiß. Am Samstag gibt es einen neuen Vlog von Genies Besuch bei uns. Das wird toll. Ein XXXXXL-Vlog? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich habe kaum gefilmt. Ich habe ja Sina die Kamera. Nein, ich habe ja Sina die Kamera gegeben, die hat die ganze Zeit gefilmt. Oder Freya hat gefilmt, oder? Also es haben halt drei Leute und ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt. Das war jetzt auch eigentlich nicht ernst. Also, das war nur ja, aber sie erwarten das ja. Was ich Das ist jetzt hier meine Einstellungsmerkmal. Also jetzt zum dritten Mal. Tschüss!